Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Hier vorne haben wir einen Ghoul und einen tollwütigen Hund. Okay. Ich glaube. Okay. Ha, konnte denn. Ich greife doch nicht den tollwütigen Hund an. Solange der mir nichts antut. Beeilung, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Ja, aber wo müssen wir sie? Sie will nach Hause. Wir sind da beim Schrein des ewigen Feuers. Wo ist ihr zu Hause? Okay. So kann es gehen. Gut, falsche Taste. Jetzt hier drauf. Hm? Und stand da etwas? Okay, das können wir nachher probieren. Okay. Wenn wir schon gerade hier sind, da. Aber in welche Richtung müssen wir gehen? Ich hoffe einfach mal, wir sind korrekt. Oh. Komm. Hey, hey, hey. Hey. Das ist in Ruhe. Okay. Ich lasse nicht zu, dass die stirbt. Kein Schutzbefohlener von mir wird sterben. Also, das geht ja zu weit. Tut mir leid. Bei aller Liebe, aber das nicht. Lass ihn in Ruhe! Hey, 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 hey! Gut. Als nächstes brauchen wir für den da. Schwierige verschlossene Tür. Oder muss sie hier entlang? Dass nichts gesagt wird, wo entlang, dass sie wohnt. Gut. Okay, sonst ist keiner da. Moment, haben wir die Überreste vorhin genommen? Nein, haben wir nicht. Und da wir jetzt zurückkehren, bedeutet es, der wird zum Bargast. Sehr gut. Und auch hier nehmen wir wieder die Überreste und verschwinden dann von hier. Reisende verschlossene, ja, ja. Wir gehen einfach und ja, hoffen mal, dass wir überhaupt in die richtige Richtung gehen. Okay, da vorne ist wieder eine. Gut, solange sie alleine sind, ist es kein Problem.
Bei zu vielen muss ich den Kampfstil ändern. Quelle des ewigen Feuers. Okay, da ist es sicher nicht. Vielleicht wohnt sie hier. Oder? Moment. Harrens Ware. Schrein. Da ist das Haus. Verdammt, die falsche Richtung. Oh. Wer so nett ist, bekommt immer seinen Lohn. Gut, schön zu wissen. Ah ja, die Überreste. Da drüben ist der... Ah, verdammt. Ein Bargast. Wir können nicht zulassen, dass er den Reisenden tötet. Gut. Und Reisender, sagst du etwas? Wir könnten ihn angreifen, aber das machen wir nicht. Nein, es gibt keine Mission für ihn. Natürlich nicht. Da sie... Schon wieder dieses seltsame Tierchen. Ups, hier. Gut, wir wissen ja jetzt, wo diese sogenannte... Moment, wie heißt sie? Vanessa, oder? Nee, Vesna. Gut. Ah, hier sind die Überreste. Werden eingesammelt. Und wir gehen weiter. Ich vergeude meine Zeit. Schön, dass du es bemerkst. Hat es uns bis hierher verfolgt? Hoffen wir mal nicht. Aber gut. Da, ein Bargast. Ja, er kann hier durch, wo er nicht kann. Gut. Es ist immer wieder schön, Überreste sammeln zu können. Ja, die kann ich dann bei Abigail verkaufen. Aber bis dahin müssen wir hier... Die ganze Nachtzeit. Gut. Ich weiß, das ist nicht die ganze Nachtzeit, aber... Wir müssen ein paar Sachen hier einsammeln. Okay, der tollwütige Hund ist noch tollwütig. Hier setzen wir das rein. Da kommt auch Vanessa. Die hat... Ah, verdammt, nur noch die Hälfte. Okay, kurzer Moment. Ich speichere hier. Damit es keine Probleme gibt. Hey. Okay. Gut, wir haben hier gespeichert, also. Wir laufen einfach daran vorbei und dann erfülle ich diese Quest. Es bringt ja nicht, wenn wir sie in Gefahr bringen. Wir schaffen das auch alleine, uns in Gefahr zu bringen. Was?
Das glaubt ihr jetzt nicht. Okay, verdammte Scheiße. Wir könnten aber mal eine gewisse Fähigkeit nutzen. Ja, an die habe ich gar nicht gedacht. Nein, nein, nein. So. Es sind diese Hunde. Diese Höllenhunde. Ihr seid gerettet. Sie sind fort. Nicht ganz. Okay, das hätten wir jetzt geschafft. Wir sammeln die ganzen Höllenhunde-Kresse ein und dann schauen wir weiter. Vielleicht war es vorhin so, dass sie noch nicht in der Nähe war. Deshalb sind sie nicht aufgetaucht und durch das Laden oder sie Auto. Wow. Beeilung, ich habe nicht die ganze Nacht Zeit. Das weiß ich aber, verdammt, Mädchen. Deine Lebenszeit ist nicht gerade riesig. Also, deine Lebensleiste. Ernsthaft? Na, oh, fuck. Okay, verdammt, das wird hart. Lass doch nicht zu, dass irgendwelche dahergelaufene möchte gern Pinscher sie töten. Okay, da ist sie ja schon. Vorhin habe ich es blenden geschafft. Ja, ja, ja. Ich war jetzt gerade kurz irritiert. Okay. Gut, das hier und dann nehmen wir den Gruppenkampf. Okay. Es sind diese Hunde. Ihr seid ge... Naja, aber wie lange noch? Ich glaub's ja nicht. Verdammt. Thank you.
Komm. So, jetzt sind es die letzten. Es sind diese Hunde. Ihr seid. Okay, sie ist jetzt gerettet. Ich muss. Gut. Wir sammeln schnell alles ein, dann wird nochmal gespeichert. Ich hoffe, sie hat jetzt. Ja, sie hat jetzt wesentlich mehr als vorhin. So kann sie einen Kampf mit einem oder zwei Hunden noch überleben. Das ist gut. Huhaha, bläh. Vorne ist ein tollwütiger Hund. Es ist nicht gut, es regnet. Das ist gut für die Ernte. Okay, der ist weg. Gut, und der Überreste vom Hund auch. Gut, wir gehen einfach weiter. Einfach weiter. Wir speichern aber zuerst. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn wir bei der Kapelle sind. Genau das dachte ich mir. Okay, wir schaffen das. Also ich lasse die Kleine doch nicht sterben. Nicht so. Und auch nicht während meiner Anwesenheit. Sie waren hinter uns her. Als würde irgendetwas sie kontrollieren. Los jetzt. Wir sind fast da. Ernsthaft? Wir haben es geschafft und dann sowas? Und ich kann ihr nicht sagen, nur bleibt zurück, ich erledige das. Nee, das geht vielleicht in den neueren Teilen, aber nicht hier. Verdammt. Okay, wir schaffen das irgendwie. Irgendwie wird das klappen. Ist sie jetzt bitte schon gestorben? Sie war die ganze Zeit neben mir und hat blendend überlebt. So. Verdammt, ich bereue es gerade, dass ich bei Abigail nicht die Salbe genommen habe, um die zu bekämpfen. Verdammt. Gut, das schaffen wir. Irgendwie wird das uns gelingen. Thank you.
Lass ihn in Ruhe. Ernsthaft, ist tot. Ich glaube, deswegen geht's hier nicht weiter. Ja. Fresnahut ist tot. Verdammt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und dann sowas. So was hier, dann hier. Moment. Haben wir unbekannter Trank, weiße Möwe, Schneesturm. Steigert die Chance, Angriffe zu... Nein. Schwalbe. Waldkraut. Nein. Gut, was haben... Schneesturm. Nein. Donner brauche. Sinfrietöl fügte eine verwundete Kreatur paralysisch. Ja, nett, aber nicht das, was wir brauchen. Schneesturm. Schwalbe. Und was ist der Effekt? Okay, das wird hier nicht gesagt. Nein, doch nicht auf den. Du sollst den hier töten. Okay, der Trank, also der unbekannte Trank, bringt nichts. Okay, Moment. Wir versuchen eine kleine, aber feige Taktik. Verdammt. Wir können nicht weit genug vom... Nicht sie! Greif an! Wie? Verdammt! Wie kann das sein? Das ist der Hanebüchen. Okay. Ja. Ja. Los jetzt. Ja. Genau. Hör auf zu sch... Ah, verdammt. Nee, wir müssen das schaffen. Wir müssen das schaffen. Da, das ist keine Frage des... der Ehre oder so. Das ist eine Frage des Wollens.
Ja. Verdammt. Kann er sie triggern und dann zu uns locken? Das wäre nett. Komm. Oh, nee, die... Ja, und sie ist tot. Verdammt. Also hinlaufen, aufladen, warten, knallen. Okay, da ist rein. Komm schon. Ja, verdammte Scheiße. Nee, das muss irgendwie doch zu schaffen sein. Ich weiß, dass ich es geschafft habe beim... Aber das ist so lange her. Greif an! Warum hat er nicht angegriffen? Hab 600 Mal drauf geklickt, aber wollte nicht angreifen. Was soll der Scheiß? Hey, was ist denn hier? Ah, Moment. Komm schon. Komm, greif an! Los jetzt. Ja, es ist noch nicht mehr weit. Und die Frage ist, ob sie es bis dahin überlebt. Kann ich ihr etwas zu essen geben? Mein Inventar ist voll. Ach so. Wieder die anderen Länge. Ja, ja. Okay. Speichere zuerst mal, nicht dass wenn ich das Zeug einsetze. Überreste. Gut. Naja, wir wissen das. Okay. Ein Kaufmann. Guten Tag, der Herr. Niemand darf Vizima betreten. Ja, ja. Okay, wir haben es gleich geschafft. Ernsthaft? Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen? Werden wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter und möchte sie lieber nicht schockieren. Was würde sie denn schockieren? Alles. Es sei denn, wir würden zusammen beten. Aber ich kenne da eine alte Mühle. Abgeschieden und ruhig? Genau. Aber die Leute sagen, es spukt dort. Nicht, dass der Geist des Müllers uns stört. Gespenster würden es nicht wagen, einen Hexer zu stören. Andere bleiben diesem Ort aus Angst fern. Gut. Wir sehen uns morgen nach Sonnenuntergang. Bringt ihr den Wein. Ich sorge für das Essen. Okay.
glaub's nicht. Okay, kurzer. Verdammt. Wir gehen hin. Und. Ah, keine Ahnung. Ich habe mich gerade so gefreut, dass wir es geschafft haben. Wollte gerade den letzten noch machen und dann passiert so etwas. Ja, ja, zuerst einmal warten wir hier. Und ich glaube, da wird sie sich bedanken. Oder da? Bringt ihr mich nach Hause oder nicht? Ah. Wir sind da. Hab Dank. Wie kann ich euch das vergelten? Werden wir uns wiedersehen, blablabla. Was? Alle ab. Genau. Gespät. Gut. Okay, sie greifen hier an, also. Gut. Okay, und hier treffen sie auch an. Okay, ich will nicht, dass die auch sterben, also. Komm. Hey! Ich sag. Nochmal ist das seltsam. Gut, die Kapelle. Vorher haben die Bargäste sich vertrieben, er sollte es dem Geistlichen sagen. Okay. Da haben wir weiße Überreste. Nein, 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 nein. Schleifstein, okay. Das haben wir sonst noch. Rettsachen. Kann man Zeugs trinken oder essen? Okay, das wird Trophäen. Moment. So, und jetzt soll man drauf klicken. Ah, so. Linksklick. Ja, rechtsklick meine. Hm. Okay, wir nehmen alles auf. Was steht da? Okay, es hält noch 8 Minuten. Dann können wir die Überreste plündern. Gut, wir haben alles. Da würde ich sagen. Nee, Moment, hier gibt es ja noch. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao.